und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. So, willkommen zu einem neuen Part von Die Sims 3. Heute macht unser guter Barney Stinson eine Aufwärmübung und wie man hört, regnet und gewittert ordentlich und ja, ich denke mal, wir bleiben mal zu Hause, hören auf zu trainieren. Ja, wir müssen ja morgen früh wieder raus und müssen ja fit sein. So. Reise über die Sims 3, dass du während des letzten Spiels bewiesen hast, hat deine Familie 100... Ach so. Ja, ich habe so ein Minispiel gemacht. Da kann man diese Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte bekommen. Diese Punkte verwendet man, wie gesagt, für Besonderheiten. Man kann sich zum Beispiel... Ach, wir gehen einfach mal kurz rein. Ich zeige euch das nochmal. So. Zum Beispiel starker Magen, Übelkeit und Seekrankheit gehören der Vergangenheit an. Das heißt zum Beispiel Sims, die in diesem Spiel auf einmal seekrank werden und kotzen, was sie aber auch vorher schon konnten, können es halt dann nicht mehr. Also denen wird nie wieder schlecht. Oder zum Beispiel man hat eine komplette Immunität gegen Krankheiten und Allergien, was auch eigentlich sehr lustig wäre. Der Allwettermeister, zum Beispiel Meister alle Jahreszeiten. Dein Sim ist ein Naturtalent bei Schneeball- und Wasserbombenschlachten. Hat das Zeug zum Rollschuhfahren und Snowboarden. Also, hier gibt es sehr viele. Was ich mir natürlich immer als erstes kaufe, sind die, warte mal, die gibt es glaube ich für 20.000. Weit entfernte Freunde. Dadurch gehen die Freundschaften nicht zurück. Das heißt, upsala, wenn sich Sims längere Zeit nicht sehen, geht der Freundschaftswert runter und verliert halt, ja, seinen Status sozusagen. Dadurch bleiben die Freundschaften bestehen und man kann sie immer nach Belieben und selbst nach 50.000 Tagen kann man die immer noch auf dem gleichen Stand halt weiter ausbauen. Was wirklich sehr praktisch ist, wenn es heißt, dass man in seinem Job viele Freunde braucht oder gut mit Arbeitskollegen auskommen soll oder muss. Das wäre wirklich sehr gut. Also, sich ständig um diese ganzen, ja, Sims-Beziehungen zu kümmern, wäre auch langweilig. Man hat ja genug andere Dinge noch vor. Und es hakt ein bisschen. Wie ich gerade feststelle. Ah, jetzt geht's flüssiger. Nun gut, es sagt auch manchmal auch, wenn es das Spiel aufnimmt, dann wird es durch das Rendern ein bisschen flüssiger. Aber geringfügig, ne? Also. Und komischerweise war alles fertig geladen beim Spielstart. Also es hat nicht irgendwie eine lange Ladezeit gebraucht oder so. Alles fertig gelangt. Kommt auch da, das kommt auch von dem Update, was meine Grafikkarte widerfahren hat. Was natürlich das Spiel nochmal ein bisschen besser macht. Zack. Ja, dann geh doch mal ins Bett. Putchen, putchen, putchen. Ja, genau. Warum nimmst du eigentlich dieses kleine Bett? Guck mal, du hast einen See. Kann da morgen früh mal schwimmen gehen und sich mal frisch machen. So, was müssen wir denn im Beruf denn tun?
Ja, Chefsache, das meinte ich halt mit diesen weit entfernten Freunden, zum Beispiel auch die Chefsache würde dadurch gesichert bleiben. Warum fährt der Eiswagen um 20 Uhr noch durch die Gegend? Ich finde das mit den Wettern eine schöne Erweiterung. Hört sich wirklich wie im realen Leben an. Vielleicht gibt es auch Überschwemmungen, was lustig wäre. Nein, das ist natürlich nicht lustig. Aber ich finde halt diese Pfützenbildung sehr gut. Also Sims 3 ist richtig realistisch nachempfunden worden jetzt. Ich bleib mal lieber mal im Haus, dann ist es nicht so laut. Das haben die auch wirklich übrigens sehr gut gemacht, dass wenn man im Haus ist, man den Regen nicht hört und nur das Gewitter ganz stumpf ist. Halt, wie man es selber von zu Hause kennt. Ja, Sims 4 wird wohl dem, naja, was heißt ja demnächst, im Herbst, glaube ich, auf den Markt kommen. Oder Weihnachten, ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall bald und, ja, jetzt fragen sich viele, dein Sim hat eine neue Beziehung begonnen, was in so einer Nachbarschaft bestimmt nicht unbemerkt bleiben wird. Möchtest du über romantische Aktionen und Ruf erfahren? Nee. Oh, na, mein Da! So. Ja, anstatt rumzumeckern, mach dir doch mal was. Die neuesten Erweiterungen oder Verbesserungen beim Sims 4 sind halt zum Beispiel die Altersstufen, wenn die Sims älter werden. Und halt, dass die Entwicklung halt flüssiger ist. Hier bei Sims 3 ist es so, dass dass der Lebensabschnitt vom Geburtstag beendet wird und dass man halt sprunghaft erwachsen wird. Da ist es so, dass der Sim immer sauber, also immer größer wird, wie es halt im wirklichen Leben ist bei Sims 4. Oder bei Sims 4 wird es auch so sein, dass es nicht mehr gleich große Sims gibt. Damals konnte man ja dicke und dünne machen. Jetzt gibt es wirklich unterschiedlich große Sims bei Sims 4. Was auch interessant wäre, aber mich persönlich jetzt beim Sims 3 Spiel nicht stört. Also ich finde Sims 3, so wie es jetzt ist, perfekt. Ich habe schon öfters gesehen, dass wenn Sims 3 langsam so den Bezug zum guten Spiel aufkommen lässt, dass dann ein neuer Abschnitt begonnen wird und da es halt erstmal wieder etwas braucht, bis die Tiere wieder reinkommen, wie bis immer mit den Jahreszeiten auch wieder reinkommen und reisen und das dauert halt immer alles wieder so lange. Es ist eigentlich immer die gleiche Erweiterung. Das war wie bei Sims 2. Ich habe ja einige Sims 2-Titel, solange der da ist, kann ich das sagen. Zum Beispiel die Sims Deluxe. Das war, glaube ich, Sims Deluxe. War der Hauptteil. Dann gab es die Sims Hot Date. Das ist das gleiche wie die Sims 3 Late Night. Also man konnte Hot Date und Party ohne Ende damit kombinieren. Urlaub total ist wie Reiseabenteuer bei Sims 3. Tierisch gut drauf ist halt wie einfach tierisch jetzt bei Sims 3. Hokus Pokus ist der Nachfolger davon ist Supernatural. Und Megastar, ja, das ist noch mit Late Night verbunden. Na, was haben wir dann noch? Ja, erweitert tierisch. Dann habe ich hier noch Accessoires als Erweiterung, ja. Also wie gesagt, die Erweiterungen sind immer das gleiche. Also ich kann auch bei Sims 4 sagen, es wird einfach tierisch kommen, es wird genau eine Fahrgemeinschaft kommen, um zur Arbeit zu fahren. Und ja, du bist ganz witzig, ne? Witzpiller.
Und ich muss mal meine Rechnung danach bezahlen. So, und tschüss. Auf Wiedersehen. Ach ja, und die Autos bei Sims 4 sollen angeblich normaler Betrieb, nö. Chef entschleimen natürlich. Die Autos in Sims 4 soll angeblich selbst zu steuern sein. Also es sollten zwei verschiedene Optionen se sein. So eine Option, wie man es jetzt hier hat, dass sie halt halt einfach dem Ziel entgegenfahren oder dass man selber beeinflussen kann, wo man hinfährt und einfach man nur rumfährt. So, Fusion, gleich Überstunden. Während die Sims aus der Chefetage vergnügt die erfolgreiche Fusion feiern, müssen alle übrigen Mitarbeiter Überstunden schieben, um all den Papierkram zu erledigen. Deine Kollegen wären dir wirklich sehr dankbar, wenn du etwas länger bleiben und ihnen helfen würdest. Ja. Machen wir mal. Die Stadt steckt voller Möglichkeiten. Nein, also diese Tipps, die muss ich auch noch ausschalten. Mache ich aber offscreen. Ja, dann arbeitet er heute mal ein bisschen länger, aber ich hoffe, diese Überstunden werden bezahlt. Ansonsten muss ich mal zum Arbeitsgericht gehen hier. Nein, dient ja alles dem guten Zweck. Denke ich. Naja, wie gesagt. Also Sims 4 wird halt neue Sachen hervorrufen. Ob es jetzt so wäre, dass man es dann unbedingt noch kaufen muss, ich weiß es nicht. Also ich mag die Sims, also die Sims rein, aber ständig dann halt eine neue Generation einzuführen, die halt nur minimale Verbesserungen haben, weiß ich nicht. Also ich guck's mir an, vielleicht es wird natürlich noch mehr preisgegeben. Das waren ja nun, glaube ich, ein Auszug aus dem, was neu ist. Und ich bin gespannt. Aber was mich auch wirklich erstaunt, ist, dass die Sims 3 wirklich am meisten Erweiterungspacks hat. Also so viele Erweiterungspacks gab es zu die Sims 2 gab es noch nie. Ah nee, das waren die Sims 1, die ich da gerade vorgelesen habe. Ich sehe gerade da oben die Sims 2 Haustiere, die Sims halt Nightlife und die Sims 2 4 Jahreszeiten. Wie man sieht, jede Generation hat ein gleiches Thema. Ja, das ist doch schön. Man hätte mich auch befördern können. Aber naja. Schwamm drüber. Oh. Da habe ich die Vizepräsidentin etwa angemacht. Gut. Nick Alto. Warum sind die alle Vizepräsidenten hier? Was ist denn das denn für ein Verein? Alles nur Vorstände oder was? Ups. So, Rechnung bezahlt. Was könnten wir denn jetzt tun? Fähigkeit Athletik lernen. Ja. Waren wir schon am Strand? Nein, ne? Was haben wir heute für einen Tag? Das wollte ich am Wochenende machen. Weißt du was? Wir trainieren ein bisschen. Lesen kannst du später. Oh, ich bin ein Star. Ich habe ein Star-Sternchen. Juhu. Wie kommt das? Was willst du? Wer bist du? Mich regen diese Eiswagen auf mit ihren Dingli Ding 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 Ding. So, wie weit bist du? Rocco? No Rocco?
Yay! Wie sieht's mit Lebenszeitpunkten aus? Ja, diese Lebenszeitpunkte, die füllen sich, wenn das obere Viertel hier oben halt mit Grün belegt ist. Dann steigt auch die Lebenszeitpunkte, alles was halt unter dieser Absenkung ist. Ja, Handy. Kann ich nicht rangehen? Hallo? Rangehen. Ach, mein Chef. Vielleicht sollte ich den mal einladen. Mit Star Gunther Kruse anfreunden. Ein berühmter Freund ist der Schlüssel zum. Was soll denn das? Voller wilder Partys und. Möchtest du diese Erinnerung Wirklichkeit? Nein, danke. Oh, perfekt. Ja, na klar. Ah, einige Einstellungen sind durch diesen Grafik-Treiber-Update leider zurückgesetzt worden. Muss ich mal abstellen. So, was gibt es hier? Liane Landgraf beeindrucken? Weiß ich nicht. Ja. Günther einladen. Das wäre doch mal was. So. Ist noch Zeit oder ist es ein Ja? Bleib doch mal stehen, Alter. Handy. Sims anrufen. Einladen nach. Nee, warte. Handy. Sim anrufen. Ein. Haushalt nach Hause einladen. Nach Hause einladen. Gunther Grusel, ne? Ja. Ich wette, irgendwann gibt es bei Sims auch WhatsApp. Wobei WhatsApp ja aufgekauft wurde von Facebook. Was sagt ihr denn dazu überhaupt? Können die das so einfach machen? Und was wird mit WhatsApp passieren? Das weiß man nicht. Gucken, wie schnell unser Kruse ist. Das ist er nicht. Ja, natürlich, er kommt gleich mit so einer Karre an. Ich komme gleich. So, lustig. Na, Witze über Arbeit machen, mache ich lieber nicht. Wer bist du? Lass mal die da draußen zusammenschlagen. Chaka. So, was gibt's noch so? Gucken, ob der Sim Single ist. Mit Cornelia. So, lustige Geschichte erzählen. Was willst du, du Paparazzo? Spezial, was gibt's da noch, Draufgänger? Sieh dir das an, das möchte ich gerne mal sehen. Okay.
freundlich. Was gibt's noch? Extreme Wasserbombenschlag. Möchtest du hier übernachten? Barzo, what he got? Get down. Ja. Bar Nidzi Habel. Mir Kawasigo Zakabatig. Barzo, what we got? What we got? Waka. So, dann Abendessen servieren und dann eine schöne Macaroni machen, na? Setz dich mal hin, ich koche was für uns. Ich würde lachen, wenn jetzt das Essen anbrennt, ne? Das ist ja ein richtiger Fail. Ne, wir wollen ja ein bisschen uns beim Chef einschleimen. Mal gucken, wie die Übernachtung aussah, weil damals bei Sims 3, als das noch so ziemlich am Anfang war das nicht so sehr gut abgestimmt. Da wurde, also der Sim ist zwar geblieben, aber ist so gegen 4 Uhr wieder gegangen. Und wie lange nehme ich überhaupt eigentlich jetzt schon auf? Seit 21? Ich will ja hier jetzt keine Stunden-Session machen, sonst wird das viel zu lang. Okay. Bisschen lange, aber geht noch. Nun gut, wie die Macaroni von Barney Stinson schmecken wird und was sie noch über die Nacht bis zur nächsten Arbeitsschicht machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Sims 3. Mach's gut, haut rein und bis dann. Ciao.